Aha. Da kam das. Wir sind jetzt in der Rue des Ravioli. Seid ihr Deutsche oder seid ihr Pariser Deutsche? Wir haben die Rechnung jetzt bekommen. Es sind... Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute haben wir so eine coole Videoidee gehabt. Und ja, zwar genau. Werden wir heute... Wir werden einen Tag leben wie ein Franzose. Wir sind extra dafür, nur dafür. Nach Paris geflogen. Okay, wir sind mit dem Zug gefahren. Jetzt übertreibt man nicht. Aber ja, Paris, die Stadt der Liebe und vor allen Dingen der Styles, weil die Leute haben ja alle so einen coolen Style. Wenn man rausgeht, alle tragen hier gefühlt so einen Mantel und ja, wir wollten auch so aussehen. Wir das ist einfach so cool. Hier ein Vibe. Und dafür waren wir schon vor 2 Tagen shoppen und eigentlich wollten wir an dem Tag die Sehenswürdigkeiten angucken, aber wir waren einfach den ganzen Tag in einer Mall. Aber wir haben den Eiffelturm immer noch nicht gesehen und wir sind seit 3 Tagen hier. Das kann halt auch nicht sein. Aber man kann ja auch nicht zum Eiffelturm, ohne dass man wie ein Franzose aussieht. Nee, das geht gar nicht. Naja, und eigentlich ist dieses Schicke gar nicht unser Style. Wir haben, wie man sieht, immer sowas Lässiges an. Ne? Ich habe hier eine Jogginghose an. Also wir waren uns so unsicher, ob das überhaupt uns stehen wird und ob wir nicht nachher uns voll bescheuert vorkommen. Aber wie es uns gefallen hat, werdet ihr später in dem Video sehen. Und jetzt werdet ihr erstmal sehen, wie wir vor 2 Tagen shoppen waren und unser Outfit zusammengestellt haben. Wir sind jetzt in der Rue des Ravioli. Nicht Ravioli. Ravoli. Auf jeden Fall ist es die Straße genau vom Louvre. Der Louvre ist nämlich da rein. Und das ist eine Shoppingstraße. Und wir sind mal gespannt, ob wir hier irgendwas Preiswertes finden, wo wir aussehen wie die Franzosen. Ich frage mich gerade, was tragen überhaupt französische Männer? Der Typ, der hier gerade vorbeiläuft, hat einen Schal um, einen Mantel, Anzugsschuhe und eine Chinohose. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, wie ein französischer Mann aussieht. Da kam das. Aber sonst kommen hier halt so Anzüge, ganz viele Anzüge. Ja, okay Leute, erster Versuch. Wir fangen erstmal bei den billigen Läden an. Oder was heißt billigen, aber bezahlbaren Läden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da andere Sachen gibt als in Deutschland so. Was sagst du? Nein. Bisher haben wir noch nichts gefunden. Mal sehen, ob es hier oben besser ist. Das sieht nach einem guten Laden aus. Schaut euch das mal an. Da sind schon so Modepuppen französisch angezogen. Das sieht sehr fancy aus und ist irgendwie alles so teuer. Wir haben gerade einen Pulli gesehen. Was kostet der? 340 Euro. Gucci, Louis Vuitton. Willst du jetzt bei Louis Vuitton shoppen gehen? Leute, was ist das für ein Kaufhaus? Wir haben festgestellt, es ist hier nicht so in unserer Preiskategorie. Lass uns wieder ganz schnell rausgehen. Ja, raus geht's. So, Hella zeigt uns jetzt einmal, wie Models hier laufen. Jetzt auf mich zu, jetzt hierher. Aha. Du könntest bei Prada als Model arbeiten. Ja, ne Leute, das dann nächste Mal nächster Auftrag bei Prada. Meinst du, wir finden heute noch was? Nein. Wir begeben Wenn wir uns nicht jetzt 180.000 Euro ausgeben wollen, dann nein. Wir sind jetzt hier beim Kaufhaus Nummer 2 angekommen. Und mal sehen, ob es hier dann jetzt was gibt, was nicht so teuer ist. Wir haben hier gerade einen richtig guten Laden entdeckt. Der heißt Celio und der sieht bezahlbar aus und der hat Männersachen. Also jetzt mal für mich, gucken wir jetzt erstmal. Die hellen, würde ich sagen. Okay. Bonjour. Also die Hose ist auf jeden Fall ein bisschen zu groß. Also mir fehlt noch so ein bisschen so ein Farbtouch. Also den Schal, der ist mir zu stumpf. Aber ich finde den schon ganz cool. Der sieht echt richtig französisch aus. Was ich echt am besten finde, ist der Mantel. Ja, der sieht sehr französisch aus. Ihr seht am Ende, was wir genommen haben. Genau. Tom hat nochmal ein anderes Oberteil angezogen. Zeig das mal. Das hat eine Maske integriert. Ah, das ist perfekt. Ein Corona-Oberteil. Das geht gar nicht. Okay, zieh dich wieder aus. Ja, ganz schön. Die erste Tüte. Weiter geht's. Geil. Ich habe was für dich gefunden. Setz mal auf. Wow. Je m'appelle Ella. Das sieht halt wirklich französisch aus. Aber erstmal brauche ich jetzt ein Hauptoutfit und dann können wir die Accessoires aussuchen. Okay. Es gibt hier einfach keine Umkleidekabine und jetzt muss ich den Rock über meine Hose anziehen. Aber Leute, das sieht doch schon französisch aus. Wow. Ganz toll macht Tom das. Er piept hier selber alles ab, weil das hier ist so eine Kasse, wo man alles so selber machen kann. Wir waren einfach den ganzen Tag unterwegs und haben einfach so viel eingekauft. Oh mein Gott.
das ist alles hier. Es war einfach ein Shopping-Wahn. Ja. Kannst du eigentlich verstehen, wir waren gefühlt in jedem Laden dreimal drin. Ja. Was glaubst du, wie viele Schritte haben wir heute zurückgelegt? 10.000. Wir haben 10 Kilometer zurückgelegt und 16.500 Schritte. 16.500 Schritte. Und ja, wir konnten euch auch nicht mehr so richtig beim Shoppen mitnehmen, weil irgendwann hatten wir alle Hände voll und konnten einfach nicht mehr die Kamera rausholen. Und dann haben wir uns gedacht, nee, bevor wir jetzt jedes Mal die Taschen abstellen zum Film, das dauert einfach noch länger. Die Läden haben halt schon zugemacht am Ende. Kipp mal die ganzen Tüten aus, Hella. Oh mein Gott. Leute. Das ist so scheiße viel. Oha. Jeder von uns hat sich halt ein ganzes Outfit geshoppt, aber dann noch gefühlt mehr. Also wir konnten uns manchmal nicht entscheiden und dann waren wir so, ach, wir nehmen einfach beides. So, wir sind zurück. Es ist ein neuer Tag angebrochen und es lag auch sogar ein Tag noch zwischen dem letzten Video und jetzt. Aber wir wollen euch jetzt endlich die ganzen Outfits präsentieren und heute den Tag wie ein Franzose verbringen. Jetzt werden wir euch aber erstmal die verschiedenen Outfits präsentieren und dazu natürlich dann auch schreiben, wie viel es gekostet hat und woher wir es haben. Und ich glaube, jeder von uns hat so 3 Outfits so gefunden. Und dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren abstimmen, welches ihr davon am besten findet und ob wir überhaupt den französischen Geschmack getroffen haben. Ja, oder ob es aussieht wie ein Franzose auf Wish bestellt. Ja. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, einfach viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat die Modenschau gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Teil oder welches Outfit euch am meisten gefallen hat. Also mein liebstes Teil an Toms Outfit war auf jeden Fall der Hut. Der sieht einfach so geil aus. Oh nee, Alter, der gefällt mir gar nicht. Irgendwie steht er mir gar nicht. Der sieht so aus wie so, ich sehe aus wie so ein Arbeiter aus den 40ern aus Deutschland oder so, der gerade so vor seinem Werk steht und eine raucht. Wir schmeißen uns jetzt in unser Lieblingsoutfit und dann beginnt unser Tag als... Französische Familie. Als französische Familie, ganz genau. Nein, als französisches Pärchen. Dann wollen wir mal los. Wir müssen ehrlich gesagt noch 2-3 Sachen zurückbringen, die nicht gepasst haben oder die wir nicht behalten wollen. Ganz kurz, Leute, der Typ an der Rezeption, der sonst immer Englisch mit uns redet, hat uns gerade einfach auf Französisch angesprochen. Bonjour, madame. Also das Outfit kann nicht so schlecht sein, Tom. Ja. Wir werden jetzt mit der Bahn zum Eiffelturm fahren und uns da ein schönes Café suchen und uns da hingesellen. Es kann halt auch nicht sein, dass wir jetzt 3 Tage hier sind und noch nicht einmal den Eiffelturm gesehen haben. Das ist echt zu schlimm. Und wir sind nicht mal 1 Kilometer Luftlinie vom Eiffelturm entfernt gewesen. Also wir sind jetzt so eine halbe Stunde unterwegs und ich muss sagen, ich habe bisher maximal 2 oder 3 Leute mit so einem Hut gesehen. Und die Leute, die einen auf hatten, die waren locker über 70. Also entweder ist nicht die Jahreszeit für diese Hüte oder ich bin zu jung für diese Hüte. Also deshalb werde ich den jetzt ablegen, weil es macht mich nicht zu einem jugendlichen Franzosen. Das passt dann leider auch nicht. Hellas Hut passt und der sieht auch einfach fresh aus. Wollen wir sonst, bevor wir zum Eiffelturm gehen, in dem Eiffel-Café essen gehen? Weißt du schon, was du bestellen willst? Also wir müssen auf jeden Fall 2 Kaffees nehmen. Denn ich mag keinen Kaffee, die trinken Hella. Ja alle immer Kaffee. Und ich das mag wir aber jetzt keinen auch. Kaffee. Ja, das kann ist ich dann eine halt heiße so. Schokolade bestellen? Nein. What do you usually drink here in France? What's typical? People French, Kaffeecreme. Okay. Kaffeecreme. Okay, then we take 1 croissant and 1 baguette. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich bestellt habe. Das ist ganz gut. Also ich glaube, deiner ist noch ein bisschen stärker, weil der hat nicht so viel Milch, oder? Ja, meiner sieht sehr stark aus. Ich bin ein absoluter Kaffeehasser. Mist, kann ich doch nicht nach Frankreich ziehen. Wie schmeckt das Croissant? Richtig gut. Besser als jedes, was ich je in Deutschland gegessen habe. Echt jetzt? Ja. Das ist richtig gut. Ich stelle fest, die mögen sehr gerne süßes Frühstück bei Croissant und Baguette mit Marmelade. Das Frühstück war sehr lecker. Wir hapern noch an unseren Getränken. Irgendwie kriegen wir die nicht auf. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt einigermaßen schon dran gewöhnt. Aber ich glaube, der schwarze ist schon fies. Ich habe den noch nicht probiert. So, Hella probiert jetzt mal den schwarzen Kaffee. Ja, okay. Wir haben es probiert, wir haben es versucht, aber... Mission gescheitert. Das Frühstück war sehr lecker, bis auf der Kaffee. Der war so ein bisschen... Und jetzt gehen wir mal zum Eiffelturm und schauen das Thema genau. an. Genau.
Wir sind da. Endlich. Wir haben jetzt ein kleines Örtchen gefunden, wo wir super Fotos machen. Und das machen wir jetzt vor dem Eiffelturm. Wir blenden euch hier mal ein paar ein, aber das hier ist auf jeden Fall der Spot. Und viel Spaß. Das Fotos machen ist ein bisschen ausgeartet. Ja, leider schon. Ich glaube, kein Franzose macht so viele Fotos wie wir. Da waren zwei Jungs, die haben auch ganz süße Fotos von uns gemacht oder uns gefragt, ob die Fotos machen sollen. Haben die auf jeden Fall gemacht und dann meinten die so, seid ihr Deutsche oder seid ihr Pariser Deutsche? Hier sieht man nochmal den ganzen Eiffelturm. Wo wollen wir als nächstes hin? Zum Louvre? Zum Louvre, okay. Ich möchte da unbedingt rein. Wir sind jetzt beim Arc de Triomphe angekommen. Richtig schön und werden jetzt erstmal einen Crepe essen, denn das machen Franzosen so. Ist das so oder machen das nur die Touris? Nein, das machen die Franzosen. Ich google jetzt, was ist der typischste Crepe hier. Wir haben jetzt mal eben nachgefragt und der Nutella Crepe wird hier am häufigsten wahrscheinlich gegessen oder gekauft und deshalb haben wir den jetzt auch genommen. Thank you. Schmeckt sehr gut. Das ist ja das Wichtigste. Wir sind jetzt zum Louvre gefahren. Ich wollte eigentlich unbedingt reingehen und natürlich die Mona Lisa anschauen, aber das hat leider schon zu, deshalb machen wir das morgen. So, wir sind jetzt beim Louvre. Hella kämmt sich noch eben die Haare, damit wir hier schnell Fotos machen können, bevor die Sonne da hinten hinter dem Haus verschwindet. Ich mache jetzt ein paar Fotos und dann blenden wir euch die hier wieder ein. Wir wollten jetzt eigentlich noch in den Louvre, aber der hatte leider schon geschlossen, deswegen gehen wir da morgen früh rein. Aber wir haben jetzt so nice Fotos gemacht, weil das Licht hat sich in den Fenstern vom Louvre gespiegelt und ist uns dann ins Gesicht gefallen. Das war so geil. Ja, ich glaube, ihr habt sie gerade gesehen, die Fotos, die sahen so nice aus. Und jetzt versuchen wir noch ganz schnell zu einer Rooftop-Bar zu kommen, um den Sonnenuntergang zu sehen. Also das würde den Tag noch perfekt machen. Und danach ziehen wir uns schnell um, fahren nochmal zum Eiffelturm, machen nochmal Fotos, wenn er so leuchtet. Und dann gehen wir noch irgendwo richtig geil französisch essen mit so einem 4-Gänge-Menü oder so. Oh, geiler Tag. Geiler Tag. Wir fahren jetzt ganz nach oben auf eine Aussichtsplattform und schauen jetzt einmal über ganz Paris. Ja Leute, da ist der Eiffelturm. Die Sonne geht auch gerade unter. Wonderful. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Wir sind wieder im Fahrstuhl vom Hotel, aber der Tag ist noch nicht zu Ende, also nicht abschalten. Weil wir so viele coole Outfits haben, dachten wir uns, ja komm, wir ziehen jetzt nochmal ein anderes Outfit an, all black, sage ich schon mal vorher. Und dann gehen wir nochmal zum Eiffelturm, weil dann leuchtet der ja so cool. Und hier seht ihr auch schon unsere Outfits. Wir sind nämlich komplett in schwarz angezogen. Sieht ein bisschen aus, als wenn wir auf eine Beerdigung gehen. Oder als wenn wir solche Geheimagenten sind. Hella fühlt sich die ganze Zeit wie ein Geheimagent. Okay, wir müssen jetzt los, ich hab Hunger. Und dazu, oh Mann, ich wollte einmal erzählen. Oh. Bleiben Sie hier. Wie in so einem Krimi hier. Wir haben jetzt hier ein sehr, sehr schönes Restaurant gefunden mit Blick auf den beleuchteten Eiffelturm. Schöner geht's echt nicht. Und wir haben uns sogar jetzt Essen bestellt. Sogar eine Vorspeise. Und zwar kriegen wir Shrimps, weil im Internet stand, dass sie immer mehrere Gänge sozusagen essen und sich echt gönnen. Und das machen wir jetzt auch. Ich bin gespannt, was nachher auf der Rechnung steht. Ich hoffe, du bezahlst das, weil die Männer, das ist hier auch ganz wichtig, sind Gentlemen. Also Hella hat sich ein Mojito bestellt und ich habe mir natürlich französisch einen Wein bestellt. Eigentlich trinkt man jetzt um diese Uhrzeit Rotwein, aber ich mag keinen Rotwein. Und bevor wir über den Kaffee heute Morgen wieder die Hälfte wegschmeißen müssen, habe ich mir einen Weißwein bestellt. Und dann haben wir noch Wasser bekommen und noch so Brot, was irgendwie so steinhart ist. Und ich glaube, das kostet extra. Der Eiffelturm blinkt einfach. Wie schön sieht das einfach aus. Wow. Die Garnelen sind da. Let's eat them. Wir haben jetzt noch hier so Mayonnaise. Tunke ich das jetzt rein? Und wie schmeckt's? Sehr gut. Unser Essen ist endlich angekommen. Ich habe einen Cäsarsalat bestellt mit Hähnchen. Und Tom, zeig mal, was du bestellt hast. Er hat Pommes und so einen Cheeseburger. Bon Appetit. Alles gemundet. Ja, es war sehr lecker, aber ich glaube, man bezahlt hier halt auch viel für die Sicht und nicht nur fürs gute Essen. Aber die Shrimps waren wirklich richtig köstlich und der Salat war wie normaler Salat, hat auch super geschmeckt. Tom hat jetzt noch den Rest aufgegessen, weil ich nicht mehr konnte. Aber die Aussicht war echt wow. Also wie das funkelt, das ist echt unglaublich. Was glaubst du, wie viel bezahlen wir? Lass mich kurz überlegen. Ich sag 90 Euro. Ich sag
70 Euro. Wir haben die Rechnung jetzt bekommen und Leute, ratet mal, wem die auch schon direkt hingelegt worden ist. Ich glaube, das ist ja normal, dass der Typ zahlt. Gentlemen, es sind 93 Euro. Wir machen jetzt fix noch ein paar Bilder auf so einer schicken Brücke. Können wir euch hier auch nochmal einblenden? Die werden bestimmt cool. Viel Spaß. Ich glaube, auf Französisch würde man sagen, c'est ça, das war's. Wir hatten einen mega coolen Tag und wir müssen uns jetzt auch beeilen. Es ist jetzt schon nach 0 Uhr, wir haben noch gewartet, bis das letzte Mal der Turm heute blinkt. Und das war eben gerade, und da haben wir noch ein cooles TikTok gedreht, also schaut unbedingt auf TikTok vorbei. Und jetzt müssen wir ganz schnell nach Hause, weil Hella muss ziemlich dringend aufs Klo. Ich muss so dringend aufs Klo, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber schreibt gerne mal, wie euch das Video gefallen hat und in welches Land wir als nächstes fahren sollen. Also mir hat das Video auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Irgendwie war es richtig cool und auch ja, die ganzen Klamotten zu kaufen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns und wir würden uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss! Dann. Ciao!